wenn man in der Stadt als Zwillingspaar auftaucht, wird man immer komisch angesehen. Aber so, wenn man als Gruppe mit anderen Zwillingen auftaucht, dann ist man gar nicht mehr so komisch, weil man doch dann in der Gruppe, wie gesagt, auch nicht mehr auffällt dann. Zwilling sein ist ja manchmal ja nicht so einfach. Also man wird ja oft angesprochen, wegen, weil man sich gleich anzieht oder gleich gleiche Interessen oft hat. Ja, ob das eben spielt ist oder ob das normal ist. Ja, und hier verstehen das halt alle, ne? Wir haben auch die gleichen Interessen. Also wir lieben sehr Tiere, wir haben beide ein Haus, wir gehen zum Sport, wir machen Fitness im Fitnessstudio, ab und zu mal Sport. Dreimal die Woche, liebe Schwesterchen. Oh, sorry. Also die Gemeinsamkeiten sind ganz wichtig. Also man, von klein auf ist man ja groß geworden, man kennt halt seine Schwächen und Vorlieben und man kann sie gut hineinversetzen und das ist eigentlich der Vorteil. Also so ein lang besseres Zwilling kann man gar nicht haben. Oder man kann auch so, wenn man was ausgebockt hat, das auf einen anderen schieben, dann kann man nicht nachweisen. Nee.